Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video, das sicherlich ein etwas längeres Video wird, denn ein paar Leute haben gefragt nach meinem Hörbuch, wie denn so mein Weg war oder was mein Zeugnis war. Es haben mich Menschen angerufen und deshalb habe ich beschlossen, dass ich heute wirklich mal ein Video mache, wo ich euch mal so komplett meine Geschichte erzähle und auch meinen Weg und mein Zeugnis, wie Jesus mir begegnet ist. Denn ich erzähle es ganz oft im 1:1 und habe es auch im Hörbuch kurz angesprochen. Aber ich glaube, um einfach zu verstehen, wer ich bin, was ich mache, warum ich die Dinge so mache, wie ich sie mache, warum ich vielleicht an manchen Stellen so rebellisch bin oder so nachdrücklich bin. Ja, ich denke, das wird alles ein bisschen klarer, wenn ihr so meinen Weg kennt. Ich habe zu diesem Video jetzt keinen Zettel, was so nach und nach kommt. Ich werde euch einfach ein bisschen erzählen. Ich sitze auch hier auf dem Boden. Ich möchte es einfach auch ganz locker machen und bitte euch einfach, ja, um euer Verständnis, wenn ich so an der einen oder anderen Stelle vielleicht vom Zeitablauf her mal hin und her springe, weil ja, ich bestimmte Dinge jetzt so in der zeitlichen Chronik vielleicht nicht direkt so hinkriege, ja, also an der Stelle einfach um euer Verständnis. Ja, zu mir, also ich bin in Kaiserslautern geboren worden und wie viele vielleicht schon wissen, ist meine Mama sehr früh gestorben, mit 35 schon an Brustkrebs. Ich war damals 9 und meine Schwestern 2 und 4. Meine jüngste Schwester war gerade auf der Welt, oder war gerade auf der Welt, als sie schon so, ja, ins Krankenhaus kam. Und es war für mich als 9-Jährige schon sehr, sehr, sehr bewegend. Ja, ich merke auch immer, wenn ich nochmal so zurückgehe an diese alten Situationen, dass es mich echt berührt. Es ist jetzt keine tiefe Trauer, sondern einfach so ein Berühren und auch ein Stück einfach Dankbarkeit, dass der Herr genau meinen Weg so geplant hat, wie er ihn geplant hat. Also heute, ich wollte sagen 2018, aber wir haben heute den 1. Januar 2019. Heute, also so Mitte 2018, als Jesus mir begegnet ist und die Monate danach, hat sich einfach so vieles gefügt, so viele Puzzleteile, die so ineinander gegangen sind einfach. Und ich erinnere mich noch, es war irgendwie so ein paar Monate, bevor sie gestorben ist. Da hat es mich so zu sich geholt und hat mir einfach auch erzählt, dass sie stirbt. Und das war für mich so als Kind so sehr bewegend. Aber ich möchte auch einfach ehrlich zu euch sein. Ich möchte einfach auch so wirklich authentisch sein. Ihr kennt mich als die Claudi von der Bühne, aber es gibt natürlich auch die andere. Und wenn ich heute so darüber nachdenke, dann hat einfach Gott damals schon mir so ein Zeichen geschickt. Einfach so ein Zeichen, dass ich einfach nie allein sein werde, ja? Ich ziehe mal meine Brille aus. Er hat mir einfach ein Zeichen geschickt. Ich weiß noch, ich bin dann zu ihr und sie sagte, dass sie sterben wird. Und ich wusste aber, alles ist gut. Also ich hatte dieses Gefühl wirklich als 9-Jährige schon, ich bin nicht alleine, ja. Und dann dauert es auch nicht lange und ich wusste nur, dass es eben ein Sonntag war. Entschuldigung. Oh Mann. Dass es ein Sonntag war, an dem mein Papa mir dann halt erzählt hat, dass meine Mama gestorben war. Und ich erinnere mich einfach nur noch, dass ich ab diesem Tag jeden Tag gebetet habe. Also ich kam, war ja zu dieser Zeit auch viel bei meinen Großeltern. Die waren ganz, ganz, ganz streng katholisch. Ich musste auch als Kind immer mit in die katholische Kirche. Ich kann mich noch an ein Ereignis erinnern, dass der Pfarrer so den Segen ausgesprochen hat. Und ich habe mich als kleines Kind ja mitten in den Gang von dieser Gemeinde gestellt, weil die haben gebetet.
Und wir mussten das einfach immer wiederholen und ich sag, was muss ich machen? Und meine Oma sagt, ja, alles das, was der Pfarrer macht. Und dann stand er so da und hat gesegnet und ich habe mich als Kind dann in den Flur von der Kirche gestellt und habe gesegnet. Okay, es war scheinbar schon mein erster Gottesauftrag. Also, ich kannte daher von meiner Oma, wir haben gebetet, wir haben zum Essen gebetet, sie hat mir ein gutes Nachtgebet beigebracht und als meine Mama dann gestorben war, da habe ich wirklich jeden Tag gebetet. Echt, Leute, jeden Tag. Und zwar habe ich abends immer gebetet. Das ging abends vor dem Schlafengehen, 14 Englein mit mir gehen. 2 zu meinem Kopf, 2 zu meinen Füßen, 2 zu meiner rechten Seite, 2 zu meiner linken Seite, 2, die mich wecken, 2, die mich decken, 2, die mich führen in das himmlische Paradies ab. Und dann ging es immer so weiter, ja, liebe Mama, danke für den Tag und schön, dass du mich beschützt hast und so. Also ich habe also nicht speziell Gott angesprochen, aber eben meine Mama im Himmel, so. Und die Zeit danach war einfach für mich, da will ich auch gar nicht so viel jetzt drüber reden, das war für mich einfach nicht einfach. Ich musste als 9-Jährige dann schon zu Hause den Haushalt machen, ich musste Wäsche waschen, ich weiß noch, ich habe meinem Papa die Socken verfärbt, weil ich nur auf die Zettel geguckt habe, ja, 30 Grad, aber mir das als Kind überhaupt nicht bewusst war, wie die Farben so sind, und dann habe ich die ganze Wäsche verfärbt, mal rosa, mal hellblau, und habe also so Learning by Doing, ja, die Dinge so gelernt. Und mein Papa war sehr streng, also was er überhaupt nicht irgendwie tolerierte, war schlechte Noten, Unordnung zu Hause, wenn die Sachen nicht gemacht waren. Und das war echt so, dass ich als Kind ganz viel auch Prügel eingesteckt habe, wenn die Dinge nicht so liefen, wie er das wollte. Also ich kenne das durchaus, wie das ist, wenn man als Kind auch geschlagen wird. Und was aber so passiert war, einfach in dieser nachfolgenden Zeit, heute weiß ich, dass er da sicherlich ein Stück von Satan schon, dass da Satan schon in ihm gewirkt hat, der ihn einfach an diesem Bedürfnis gepackt hat, dass er halt jetzt so alleine war, ja, so ein Witwer mit 3 Kindern, er war sehr stur, er wollte nicht, dass andere Menschen ihm helfen, ja, also wir Kinder, wir durften dann auch nicht mit meiner Oma so in die Gemeinde, das war alles ein bisschen schwierig, er wollte das nicht, aber er war einfach sehr streng in seiner Erziehung. Heute bin ich da echt dankbar für, denn es hat mir heute einfach erleichtert, in diesen Gehorsam zu gehen, also dann zu sagen, hey, ich gehorche Gott, ich mache das, was er mir sagt. Und mein Papa wurde dann mit 3 Kindern, das war einfach alles nicht so einfach für ihn. Und er war selbstständig, ist natürlich, er war damals 42, als meine Mama gestorben ist, und selbstständig ist da wirklich in so eine Schleife da reingeraten, und er konnte oft die Miete nicht bezahlen, wir hatten keinen Strom. Also ich erinnere mich noch, dass ich als Kind nachts auf Toilette wollte und es ging kein Licht an. Wir hatten oft nichts zu essen im Kühlschrank und hatten so eine liebe Nachbarin, die dann immer an mein Fenster klopfte und hat mir Brötchen gebracht und Wurst gebracht. Heute glaube ich, dass sie echt viel gebetet hat für uns. Aber dazu später nochmal mehr, weil ich habe sie getroffen letztes Jahr, 2018. Also ich kannte das einfach als Kind, wie das war, wenn Mahnungen ins Haus flatterten, wenn immer dieses Thema Armut und Existenz. Und heute glaube ich, dass jeder von uns, der so durchs Leben geht, so seinen eigenen roten Faden hat, ja, so seinen eigenen roten Faden, wo er mit zu kämpfen hat, ja. Und in meinem Leben waren das sicherlich die Themen Armut, Beziehung, Existenz, ja, ganz viel Existenz. Und ich letztlich auch mit Gott da am Ende so diesen tiefen Frieden gefunden habe. Also mein Papa, der hat das alles nicht geschafft.
Und ich bin dann ziemlich schnell, habe ich angefangen, irgendwie nebenher zu arbeiten, mein eigenes Geld zu verdienen und bin dann noch mit 17 von zu Hause ausgezogen, von heute auf morgen. Und habe mich dann so durchs Leben geschlagen und musste aber auch in der Familie ganz oft damit kämpfen, dass man mich irgendwie unterdrückt hat. Also ich scheinbar als Kind viele Dinge schon erkannt zu haben. Also ich erinnere mich zum Beispiel daran, ich war in einem katholischen Kindergarten, dass ich so als Fünfjährige in den Kindergarten kam und meine Oma hatte mich dahin gebracht und die unterhielt sich dann mit einer anderen Mama und die beiden unterhielten sich darüber, dass die Schwester didada, mit dem Pfarrer didada, ein Verhältnis hatte und die haben sich darüber ausgelassen und ich erinnere mich noch ganz genau, dass ich als Kind dachte, lasst die beiden doch machen, was sie wollen. Also ich hatte als Kind schon wirklich so diesen Rebell in mir, aber nicht den Rebell gegen Gott, ja, oder gegen Gerechtigkeit, ja. Also ich war als Kind, ich wollte immer diese Gerechtigkeit haben und habe einfach bei den Menschen gemerkt, dass sie überhaupt nicht authentisch sind, dass sie überhaupt nicht das machen, was sie wollen. Und so habe ich gegen die Menschen rebelliert und habe denen schon als Kind gezeigt, dass das, was sie da machen, nicht richtig ist. Also ich glaube, dass ich da, wie jeder von uns wahrscheinlich, von Gott schon ganz viel Geist in mir hatte. Ich muss sagen, ich war zu diesem Zeitpunkt nicht getauft. Ich bin als Kind nicht getauft worden, sondern erst später zur Konfirmation. Also ich habe mich dann bewusst für die evangelische Taufe entschieden. Aber als Kind war ich nicht getauft. Aber ich hatte einfach diesen Gerechtigkeitssinn in mir. Und was dann passiert war durch diesen Rebell gegen die Menschen, hat man mich als Kind echt gestutzt. Ja, also es war dann auch irgendwie Streit zwischen den Familien. Und ich habe anscheinend vieles verstanden und war deshalb ein Problem, ja, im Augen der Erwachsenen. Und so wurde ich echt klein gehalten an allen Ecken und Enden. Und es ging wirklich bis vor 2 Jahren, als ich so die letzten Kämpfe auch hatte mit Menschen aus meinem Umfeld, so will ich es jetzt mal nennen, ja, möchte jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wo ich wirklich gemerkt habe, dass Menschen scheinbar von etwas, was aus mir ausgeht, sich bedroht fühlen, ja. Heute weiß ich, und deswegen lehre ich das auch so, dass wir diese Autorität Christi in uns haben. Und wenn wir ein reines Herz haben, und das haben viele von uns, ja, vielleicht auch du, wenn du jetzt gerade da durchgehst, vielleicht kommt dir das auch irgendwie bekannt vor, dass viele von uns eben diese Autorität Christi in uns haben und das für Menschen, die von der falschen Seite gesteuert werden, will ich mal sagen, dass für die echt eine Bedrohung ist. Ja, ich werde auch später nochmal, wenn es da so um meine Ereignisse geht aus 2018, wirklich euch auch mal zeigen, wie mir das begegnet ist, dass da wirklich Kräfte sind. Das sind geistliche Kriege, die da geführt werden. Und als Kind habe ich das natürlich nie verstanden. Heute verstehe ich es aber auch nur, weil mir das passiert ist letztes Jahr und weil ich heute diese Ereignisse, weil die einfach ein Puzzle ergeben, ja, das ist einfach kein Zufall mehr. Also ich wurde da immer sehr unterdrückt und es wurde immer meine Kompetenz in Frage gestellt, ja. Also das ist auch etwas, vielleicht kennst du das, dass du so ein paar Achillesfersen einfach hast, an denen man dich immer irgendwie packen kann. Und das sind auch die Stellen, an denen Satan uns immer wieder packt. Das sind einfach unsere Achillesfersen und meine Achillesferse war, dass man mir immer gesagt hat, du bist nicht gut genug, ja. Was du willst, das schaffen. Du kriegst es sowieso nicht hin. Und ich weiß, es gab eben so ein, zwei Personen in meinem familiären Umfeld auch, die im Grunde genommen alles, was ich gemacht habe, schon mit den Worten im Vorfeld kommentiert haben, das warst du das sowieso nicht. Du bist doch genauso blöd, wie dein Vater war und du kannst es nicht. Und ich hatte so einen Rebell, der immer gesagt hat, jetzt doch, ja, und jetzt erst recht, und jetzt erst recht. Und dann habe ich meine Ausbildung beim Finanzamt gemacht und dann habe ich später noch studiert, ja.
alles, um im Grunde genommen zu beweisen, dass ich was auf dem Kasten habe. Ja, ich habe schon immer leicht gelernt, ich habe schon im Kindergarten schnell gelernt, in der Schule schnell gelernt, ich war immer so eine Einser-Zweier-Schülerin. Aber was mir echt leicht fiel, war, Zusammenhänge zu erkennen, ja, und über den Tellerrand rauszugucken. Ich war dann in der Finanzverwaltung und habe so fast parallel dazu mit, ich glaube, da 19 angefangen im Fitnessstudio zu arbeiten als Trainerin. Es hat mir super viel Spaß gemacht, weil ich einfach auch ein Stück ein Bühnenmensch bin und habe dort alle möglichen Gruppen, Fitnesskurse geleitet. Also so alles so neben meinem Job. Ich hatte schon immer irgendwie einen Nebenjob, habe schon immer viel gearbeitet und mir alles so verdient, ja. Und ich werde später nochmal was dazu sagen, was ich so beobachte, was manchen vielleicht schwerfällt, wenn sie so Jesus Christus folgen, weil es einfach auch ein Stück bedeutet, dieses Sein anzunehmen, einfach gut genug zu sein, weil man ist, ja. Und das habe ich eben so nicht erlebt, wie viele andere auch. Vielleicht kennst du das einfach auch, dass du das nicht erlebt hast. Also habe ich schon immer so nebenher gearbeitet und hatte so mein Leben echt voll im Griff, ja. Also habe meine Wohnung gehabt, bin in Urlaub gefahren, hatte immer auch irgendwie einen Freund, hatte so wirklich so alles, ja, und habe wirklich alles gut hingekriegt. Das Ganze, wo ich heute sage, da fing's an, war, als ich so 19 war, also es war so die Anfangszeit der Finanzverwaltung, da gingen so diese ersten Vergleichskämpfe los, ja, wer ist gut, wer sieht besser aus, dann habe ich im Fitnessstudio gearbeitet, ich war nie die mit der Modelfigur oder der super durchtrainierten Figur und viele Menschen sagten dann, ja Mensch, dafür, dass du so viel Sport machst, da bist du gar nicht so durchtrainiert, also ich hatte von Satan immer wieder verführt und angegriffen. Deswegen kann ich jedem empfehlen, schaut euch eure Achillesfersen an. Was sind die Punkte, wo man euch kriegen kann? Immer wieder in allen Bereichen nicht gut genug, nicht schön genug, nicht dieses genug, nicht jenes genug. Das hat dann dazu geführt, dass ich ganz extrem Sport gemacht habe. Ja, damals würde ich es mal als Sportsucht bezeichnen. Also ich glaube, ich habe 15, 18 Stunden Sport gemacht in der Woche. Entsprechend nur wenig gegessen, habe mich runtergehungert auf, keine Ahnung, ein paar und 40 Kilo. Dann hat Gott mir, sag ich heute, einen Unfall geschickt, einen kleinen. Da habe ich mir eine Rippe angebrochen und war im Krankenhaus. Und der Arzt sagte mir ganz klar, wenn ich nicht anfange zu essen, dann würde ich sterben. Also fing ich an zu essen. Ich wollte aber auch irgendwie nicht zunehmen. Also ging das Ganze dann in eine Bulimie über. Also die Magersucht wandelte sich dann in eine Bulimie. Und irgendwie an irgendeinem Punkt habe ich einen Denkfehler gekriegt. Und der ist heute für mich ausschlaggebend für diesen Falle der Persönlichkeitsentwicklung, vielleicht sogar, weiß ich nicht, Therapie. Ich bin kein Arzt, ich bin kein Heilpraktiker, ich kann es nicht beurteilen. Bin nur psychologische Beraterin. Aber ich glaube, ich hatte einen Denkfehler, vielleicht hat ihn mir auch Satan eingepflanzt damals. Und zwar habe ich gedacht, du hast diese Essstörung ja nur, weil du mit dem Tod deiner Mutter nicht klargekommen bist, ja? Also das sage ich heute, das ist echt eine Falle gewesen. Und aufgrund dieses Denkfehlers habe ich damals eine Therapie begonnen. Es war ganz spannend. Und rückblickend sage ich, hat ab dem Tag mein Leben vielleicht sich erstmal so ein Stück verbessert,
aber hat mich komplett in eine falsche Richtung geschickt. Deswegen sage ich heute auch ganz klar, Finger weg von diesem ganzen Kram. Denn das war der Anfang, dass ich plötzlich anfing, mich mit Psychologie zu beschäftigen. Ja? Ist ja auch nicht selten, dass Menschen, die eine Therapie gemacht haben, plötzlich Heilpraktiker, Psychotherapie werden, Hypnosetherapeut werden, dieser Therapeut, jener Therapeut, Psychologie studieren. Meistens aus den eigenen Fehlern heraus, vermeintlichen, die man denkt, die man hat. Aber vor Gott sind wir perfekt. Ja, für Gott sind wir vollkommen. Gott hat uns alles mitgegeben. Und wäre ich damals vielleicht, wobei, nein, kann ich so nicht sagen. Gott hat genau seinen Weg und er hat es genau so getan, wie es richtig war. Also damals ging das los. Und dann war mein Interesse geweckt für die Psychologie, Psychotherapie, für Hypnosen, für Entspannungstechniken. Und da gingen auch meine ganzen Ausbildungen los. Also ich habe dann auch später geheiratet, ein Kind bekommen. Dann dachte ich, Mensch, ja, so 2 Jahre zu Hause oder ein Jahr zu Hause, gar nichts tun, nur um mich ums Kind kümmern, ist irgendwie so gar nichts für mich. Also habe ich eine Ausbildung gemacht zur Fitness- und Wellness-Trainerin, die ging über 2 Jahre. Im Fitnessstudio habe ich ja sowieso schon gearbeitet. Und in diesen 2 Jahren Fitness- und Wellness-Trainer habe ich so viel gelernt und da war für mich klar, hey, Menschen geht's nicht gut, weil sie Stress haben, weil sie sich falsch ernähren, weil sie sich nicht bewegen. Und schon hatte ich meine 3 Hauptsäulen meiner Arbeit, Psychologie, Stressmanagement und Entspannung, Ernährung. Ja, das waren so, Psychologie. Das waren so diese 4 Stufen, also diese 4 Bereiche. Und dann habe ich mich in diesen Bereichen weitergebildet. Also ich habe meinen Ernährungsberater gemacht, ich habe meinen psychologischen Berater gemacht, ich habe den Entspannungstherapeuten gemacht mit Stressmanagement, aktive Entspannung. Ja, dann ging es weiter. Da haben wir noch gar nicht so Blockaden abgekoppelt, ja, sondern da war es eher so dieses Work-Life-Balance. Natürlich habe ich das dann nebenher auch angeboten, ja, zu meinen Kursen im Fitnessstudio habe ich dann auch angefangen, Menschen in die Entspannung einzuführen, das im Studio mitzumachen. Ich habe dann noch eine Yoga-Ausbildung absolviert zu den ganzen Kursen im Studium und habe dann nebenher immer nebenbei so ein bisschen Stressmanagement gemacht mit den Leuten. Wurde dann auch in der Finanzverwaltung reingebracht in den Bereich Gesundheitsmanagement. Also ich habe dann dort auch Kurse gegeben. Und in dem Kontext wurde ich dann das erste Mal aufmerksam auf eine NLP-Ausbildung über unser Fortbildungsreferat damals. Also es wurden Trainer ausgebildet, eine Trainerausbildung, eine Coach-Ausbildung. Also erstmal nur eine Trainerausbildung, Train the Trainer mit IHK-Zertifizierung, da habe ich mich angemeldet. Und das hatte mich dann total fasziniert, weil da war plötzlich ganz viel Business-Kontext drin und so die erste Richtung in Erfolg. Und damals hatte auch mein Trainer das erste Mal zu mir gesagt, ja, du bist irgendwie so, also ich war nicht businesslike genug, so würde ich es mal formulieren, ja. Und da ich ja dachte, Mensch, er hat ja auch so viel Ahnung, da muss das wohl stimmen, das musst du dann so irgendwie ablegen. Wurde ich also so immer tougher. Und da fing ich dann das erste Mal an, mit Glaubenssätzen zu bearbeiten, ja. Also was haben wir, wie ist unser Unterbewusstes programmiert, welche Glaubensmuster haben wir, ja. Dann ging es auch rein in die Themen Verkauf, Persönlichkeitsentwicklung. Also das war da so der Start. Und parallel hatte ich ein Erlebnis, dass ich durch Zufall auf eine Heilerin getroffen bin und es ein Ereignis in meinem Leben gab, war so ein bisschen Stressmoment und meine Kinesiologin, die ich kannte, die war in Urlaub, also habe ich gedacht, gehe ich doch mal zu dieser Heilerin, vielleicht hat die Termin. Also ich war wirklich in so einer Not. Auch das, was ich heute lehre, ihr seid immer angreifbar,
wenn ihr ein Bedürfnis habt, ja, also wenn ihr irgendwie, wenn es euch nicht 100% richtig gut geht, dann muss man insbesondere aufpassen, wem man begegnet und was man da tut. Sag ich heute, ja. Also damals war also diese Frau und die hat dann mit mir gearbeitet und da ist tatsächlich auch was passiert und ich fand das total faszinierend. Und alles, was irgendwie funktionierte, musste ich wissen, wie das geht. Und so habe ich also meine erste Ausbildung gemacht, so in dem Bereich Heilen. Es war damals Theta Healing. Habe dort alle Seminare gemacht, die es so gab und habe dann auch, wollte mich zu einer Lehrerausbildung anmelden. Und da hatte ich das erste Mal ganz massiv, dass eine Stimme in mir gesagt hat, nein, lass das, nein, verändere das. Und dann habe ich kombiniert mit diesen ganzen Sachen, die ich aus der Trainerausbildung hatte, ich habe dann auch noch eine NLP-Practitioner, NLP-Master-Ausbildung gehabt, also ganz viele Sachen in diesem Bereich und habe dann eine eigene Ausbildung kreiert, der hieß damals Theta Coach. Und das Spannende war aber, so sage ich heute, dass Gott mir irgendwie doch an diesen Fäden gezogen hat, um mich, ja, um irgendwie, also ich kann es heute so, habe heute so das Gefühl, er hat mich so da durchgetragen, ohne dass ich wusste, dass er da war. Also er hat mich immer zur richtigen Zeit doch irgendwie erreicht. Damals habe ich gedacht, das wäre Intuition. Heute weiß ich das erstmal. Er hat mich doch an einer bestimmten Stelle immer irgendwie erreicht und hat mir gesagt, stopp, Claudia. Das war dann so stark, dieses Gefühl, dass ich wusste, hier nicht weiter. Und er macht's anders. Und da, glaube ich, hat er mich das erste Mal ein Stück weit wirklich von dem Satan gesteuerten Weg ein Stück wieder weggeholt, so empfinde ich es heute, so ein bisschen auf ein Nebengleis gestellt, wo er gesagt hat, wahrscheinlich, hey, ich pass auf sie auf und die kann das jetzt noch nicht nehmen, dass es mich gibt, ja, und dass ich ihr Leben lenke, aber ich sorge dafür, dass sie auf guten Schienen fährt, ja. Also so während ja manche, die Jesus begegnet sind, so das Gefühl hatten oder bei denen es wirklich so war, dass Satan ganz viel schlimme Dinge getan hat. Das war bei mir auch. Ich erzähle euch auch noch davon. Das sind Dinge, die hätte ich so nie öffentlich gemacht. Aber ich glaube, es ist einfach wichtig, dass ihr mich auch seht und dass ihr auch seht, die erzählt da jetzt keinen Stuss, sondern das ist wirklich so passiert. Möchte das ganz authentisch und ehrlich euch auch da begegnen. Also Satan war auf meinem Weg auch. Er hat sich aber in anderen Bereichen gezeigt. Und da war einfach so, da hat Gott mich so auf die Gleisen gestellt und hat einfach dafür gesorgt, dass die Menschen, die zu mir kamen, alle gut behütet waren, ja. Das ist auch in der Tat, wenn ich heute zurückblicke, wirklich so, dass die Menschen, die damals dabei waren, gute Wege gegangen sind und spannend schon, dass damals viele mit Seminarhopping aufgehört haben oder das eingeschränkt ist. Das sehe ich ja heute auch so als Falle des Satans. Gut, da war ich also so in diesem Bereich unterwegs und irgendwann kam also dieser Punkt, wo ich auch heute warnen würde, wenn du das hast, ja, wenn du in diesem Bereich unterwegs bist und du hast das Gefühl, Mensch, ich will meinen Job kündigen, ich fühle mich da nicht wohl. Überlegst dir wirklich gut, ob du es machst. Denn ich glaube, dass die Aufgabe nicht ist, irgendeine Berufung zu leben, die man sich selbst so überlegt hat, sondern dass das Ziel einfach ist, zurück zu Gott zu finden und damit wirklich so ein Gefühl von Zuhause. Ja, da werde ich auch später noch sehen. Da werdet ihr sehen, wie dieser Kreis sich einfach geschlossen hat für mich. Also es kam dann dieser Punkt, wo ich meine erste Migräneattacke hatte. Ich hatte so vorher so etwas nie. Mit meinem 32. Lebensjahr habe ich mir mit mir selbst so einen Vertrag geschlossen. Und zwar habe ich gesagt, meine Mama ist krank geworden mit 32 und gestorben mit 35. Und wenn irgendetwas in meinem Leben mich krank macht, und ihr seht, es berührt mich schon wieder. Es ist einfach so eine tiefe Wahrheit und ich kann diese Wahrheit nur jedem weitergeben.
Macht's genauso. Ich habe gesagt, wenn irgendetwas in meinem Leben mich krank macht, dann verlasse ich diese Situation. Und ich habe dann nach meiner ersten Migräneattacke meinen 21-jährigen Beamtenjob von einem Tag auf den anderen gekündigt, um Entlassung gebeten. Manche sagen, wie mutig, viele sagen, wie mutig. Und ich sag, Mut brauchst du nur dann, wenn du Angst hast, die richtigen Dinge zu tun. Und mir war klar, dass ich Gott vertraue. Also mir war klar, mir kann nichts passieren. Und so habe ich es auch den Menschen immer begründet. Die haben gesagt, warum machst du das? Und dann habe ich gesagt, ich bin Diplom-Finanzwirtin, ich bin nicht zu faul zum Arbeiten. Wenn was ist, Gott lässt uns nicht hängen. Das habe ich damals schon gesagt. Aber spannend war einfach, dass ab dem Tag, wo ich damals diese Therapie begonnen habe, habe ich aufgehört zu beten. Also vielleicht nicht an dem Tag, aber um diese Zeit, muss das gewesen sein, weil ich mich noch daran erinnere, dass mein Papa gestorben war 2004 und ich bis dato immer noch gebetet habe. Und für mich plötzlich ganz komisch war, dass mein Papa jetzt auch im Himmel ist. Und beten zu Mama und Papa war irgendwie komisch, ja. Ich meine, ich habe hier schließlich seit meinem 9. Lebensjahr zu Mama gebetet und dann so zu beide. Das fühlte sich komisch an und daran kann ich mich noch erinnern, dass ich damit echt so ein bisschen Thema hatte. Und dann muss es aber auch irgendwann eingeschlafen sein, weil ich so beschäftigt war mit dieser ganzen Esoterik, Spiritualität, ich habe dann schamanische Ausbildungen gemacht, habe mich mit Kartenlegen beschäftigt, habe mich mit Astrologie beschäftigt, habe mich mit Numerologie beschäftigt, habe Kinesiologie-Ausbildung gemacht, also Trancen, Heilstein, also alles irgendwie, was man da so kennt. Und irgendwie war da kein Platz mehr für Gott, ja. Es war ein, aber mir war es nie bewusst. Kurz darauf, nachdem ich meinen Job gekündigt habe, in Rücksprache mit meinem Mann, ich habe zum 1.6.2003 gekündigt, zum 1. oder irgendwie Ende des Jahres, so Dezember, haben wir uns getrennt. Das war, ich war plötzlich mit neuer Selbstständigkeit, Kind, Haus, allem alleine, gerade mal ein halbes Jahr selbstständig. Ich wollte das alles so ein bisschen nebenher machen und war aber voller Motivation, ja. Voller Motivation. Ich habe es auch gut hingekriegt, hatte einen super Umsatz in den Jahren und ich glaube aber, die dunkle Seite hatte mich da schon sehr im Griff, denn plötzlich war ich so an so einem Punkt, wo ich irgendwie mehr wollte im Leben, ja. Ich wollte mehr Geld, ich wollte mehr Urlaub, ich wollte tolleres Auto, ich wollte mehr dies, mehr das. Und Anfang 2014 dann habe ich einen Mann kennengelernt, der war 11 Jahre jünger wie ich. Und das war so interessant, das ist ein sehr prägendes Ereignis, deswegen erzähle ich euch auch davon, weil es heute im Kontext einfach so Sinn macht und erklärt vielleicht auch, warum ich so strange da drin bin. Viele sagen, du bist ja richtig fanatisch oder du liest ja gar nichts anderes mehr zu. Nein, ich kann's auch nicht. Ich kann nichts anderes mehr zulassen, weil für mich alles in meinem Leben plötzlich einen Sinn gemacht hat. Wisst ihr, manchmal ist es so, dann machen bestimmte Dinge Sinn und bestimmte Situationen machen Sinn. Aber bei mir ist es so, mein ganzes Leben macht plötzlich Sinn. Ja, es machen zum Beispiel Filmszenen Sinn. Also es gibt, vielleicht komme ich später nochmal drauf zu sprechen, es gibt zwei Filme, die mich so dermaßen berührt haben, aber in meinem Gedächtnis nur eine Szene jeweils ist. Und das ist zwar der erste Film, das ist der Film Die Welle, den haben wir in der Schule geschaut. Und in diesem Film Die Welle, ich weiß nicht, wer den kennt, also der wurde ja zweimal verfilmt, ich kannte die erste Version. Und in diesem Film Die Welle wird quasi gezeigt, wie Menschen, wie Schüler, man, also ein Lehrer hat dann quasi
ja, so eine Organisation gegründet, die Welle eben, und hat mit den hat die Schüler da eingebunden. Und die Schüler waren richtig fanatisch und es waren so ein paar, die sind so gegen den Strom geschwommen. Und diese eine Szene, die so prägend in meinem Kopf drin ist, ist die Szene, als der Lehrer am Ende alle Schüler in die Aula holt und ihnen sagt, hey, ich zeig euch jetzt, wer unser, ich weiß nicht, Anführer oder Chef oder wer auch immer ist. Und er macht diesen Beamer an und es erscheint ein Bild von Adolf Hitler. In dem Moment war, das hat sich so in meinen Kopf gebrannt und heute sehe ich einfach, genau, Menschen sind manipulierbar. Und zwar, wenn sie ihr Gehirn nicht einschalten, wenn sie ihren Verstand nicht einschalten. Und Gott hat uns eben auch einen Verstand gegeben. Also das war eine Situation. Und die zweite Situation, der zweite Film, ist Schindlers Liste. Ich weiß, ich habe diesen Film damals geschaut und mir war übelst übel. Ich habe mich echt fast übergeben. Aber eine Szene war, als Schindler am Ende dieses Films seinen Ring auszog, sein Goldring, und sagte, mit diesem Ring hätte ich nochmal so und so viele Juden retten können. Es war auch so eine Filmszene. Und heute rückblickend machen diese Szenen, ja, diese einzelnen Momente in meinem Leben, wo ich sage, da hat Gott ein Branding gemacht, ja. Ein Branding, das ich damals überhaupt nicht verstand, aber das heute einfach Sinn macht, ja. In Form von, ich sehe, wie Menschen manipuliert werden. Also ist das eine meiner Aufgaben hier. Und der andere einfach, sich bewusst zu machen, dass es um Menschen geht und nicht um andere Dinge. Ja. Ich habe also meinen Job gekündigt, habe das alles gut hingekriegt, habe dann diesen Mann kennengelernt und ich lernte den Samstags kennen. Und wir haben uns für Dienstag zum Frühstück verabredet und in der Nacht vom Montag auf Dienstag, und ich bin ein Mensch, ich schlafe wie ein Stein, da könnte, ja, also wir hatten hier, hier im Ballhaus, im Schloss, letztes Jahr gab es da so einen Bankautomaten-Knacker, ja, die haben Bankautomaten versucht zu sprengen. Und da war schon irgendwie riesiges Polizeiaufgebot mit Hubschrauber und Beleuchtung und so. Und die waren genau hier von dem Fenster. Ich habe geschlafen, ja. Also ich schlafe wie ein Stein. Und in dieser Nacht von diesem Montag auf Dienstag werde ich nachts wach. Gut, die einen mögen sagen, es war ein Traum. Ich habe lange Zeit geglaubt, dass es ein Traum war. Heute sage ich, es war kein Traum. Und ich wurde wach und es saß irgendwie ein Vieh auf meinem Rücken. Riesig, ja, mit Muskeln, mit dicken Armen und hatte die Hände so zwischen meinen Schulterblättern und drückte mich nach unten und ich hörte dieses Schnaufen an meinem Ohr und ich wurde wach und es war so, als hätte dieses Etwas, was auch immer, also heute sage ich, es war einfach ein Dämon, dieses was auch immer, merkt, dass ich wach werde und rollt sich so von meinem Bett. Es hat irgendwie alles gewackelt, rennt um mein Bett und klatscht so pam, pam gegen meinen Kleiderschrank und verschwindet zwischen Kleiderschrank und Wand, flutscht es so raus. Und dann wartete ich irgendwie drauf, dass ich wieder wach werde, was nicht passiert ist. Ich habe dann das Licht angemacht, mein Herz pomperte. Und ab diesem Tag habe ich nicht mehr geschlafen. Und ich war mit diesem Mann anderthalb Jahre zusammen. Und ich habe anderthalb Jahre lang nicht geschlafen. Ich bin von Coach zu Coach gewandert wegen diesem Traum. Von Heilern, die mir dann erzählt haben, ja, das war ein, keine Ahnung was, Wesen, das hing zwischen der und der Dimension fest. Und ich habe dir Engel ums Bett gestellt. Und also, es hat nichts geholfen. Ich habe auch echt gesagt, Leute, wirklich, ich bin so rational, ich habe immer geschlafen, ja, dass ihr müsst mir das doch wegcoachen können, das gibt's doch nicht. Und es gab einen Coach, das war eine Frau, die hat zu mir gesagt, Claudia, ich habe da immer wieder das Gefühl, die hatte so, die war gut im Wahrnehmen, ja, so, ihr wisst ja im Coaching, Primärgefühl, Sekundärgefühl, Fremdgefühl. Und sie sagte die ganze Zeit, Claudia, ich habe das Gefühl,
das ist irgendwann wichtig in deinem Leben. Ich so, ich will nicht, dass mir das wichtig ist. Es war ein Scheißtraum und es war Horror. Und sie sagte, doch, ich habe das Gefühl, dass es nochmal wichtig ist in deinem Leben. Du sollst irgendwie diese Erinnerung behalten. Ich nur so, okay, na super. Und in diesen anderthalb Jahren mit diesem Mann, heute weiß ich, nachdem ich Bibel lese, dass wir eben in Beziehungen gut erkennen können, welche Menschen uns gut tun und welche uns nicht gut tun. Und würde heute mir so ein Mensch über den Weg laufen, würde ich eine Beziehung gar nicht eingehen. Ja? Also das sind so diese Dinge, die mir Gott auch gezeigt hat. Also Gott hat mir hier auf der Erde den Auftrag gegeben, wirklich die Menschen zu erreichen, die zwischen Spiritualität, Esoterik, Persönlichkeitsentwicklung und Gott, die da nicht auf dem Weg sind, ja, die am besten, die umkehren können. Also das ist so dieser Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach das Thema Beziehung. Denn in meinem Leben war einfach Beziehung immer der Punkt, dadurch, dass meine Mama so früh gestorben ist, dass mein Vater überhaupt nicht in der Lage war, Beziehung zu führen, ja, erst recht nicht Vater-Tochter-Beziehung, dass ich in diesem Bereich einfach Schwachstellen hatte. Versteht ihr? Das sind Achillesfersen. Und an diesen Achillesfersen kann euch Satan packen. Und so hat Satan mir immer irgendwie Menschen geschickt und ich auf meiner Suche nach Liebe und Anerkennung bin immer auf diese Dinge hereingefallen. Das passiert mir heute nicht mehr. Aber heute kann ich Menschen genau zeigen, das und das und das stimmt hier nicht. Also ich war mit diesem Menschen zusammen, voll in der Persönlichkeitsentwicklung drin. Das waren anderthalb Jahre Horror, ja, Horrorbeziehung. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite sehr fruchtbar, weil, und jetzt bin ich wieder an diesem Punkt, dass ich einfach sage, Gott hat mich geführt, denn ich hatte plötzlich eines Tages eine Idee. Ich dachte dann, ich bin so schlau und hatte diese Idee von KHB-Coaching, Kopf-Herz-Bauch-Coaching. Und die Idee dahinter war, dass wenn Kopf, Herz, Bauch im Einklang miteinander sind, dann sind wir stimmig, dann haben wir eine gute Schwingungsfrequenz, um über das Gesetz der Anziehung, mit dem habe ich ja damals gearbeitet, alles das in unser Leben zu ziehen, was wir uns wünschen. Ja, ihr kennt sicher The Secret, Law of Attraction und so weiter, diese ganzen Geschichten. Und gezeigt hat Gott mir es tatsächlich, ich sage ich heute, an diesem Yin und Yang Zeichen, obwohl das ja kein Zeichen ist von Christen. Aber ich sage auch heute, Gott wusste wahrscheinlich ganz genau, dass ihr mir damals hätte nicht mit Jesus kommen brauchen. Ich wäre überhaupt nicht aufnahmebereit gewesen dafür. Überhaupt nicht. Ich war so sehr in dieser spirituellen, esoterischen und Persönlichkeitsentwicklungswelt unterwegs. Jeder, der mir auch nur annähernd irgendwie mit Gott gekommen wäre oder mit Jesus, also Gott nur in Form, wie wir es in Theta Healing gelernt haben, über Schöpfer, ich wäre überhaupt nicht offen gewesen, ja. Also da hatte die dunkle Seite so ein Konkord um mich herum, es wäre da nichts durchgekommen. Heute sehe ich, wo Gott trotzdem gewirkt hat, ohne dass ich es gemerkt habe. Und das war eben damals mit dem KHB-Coaching. Und zwar hat er mir die Idee geschickt und hat gesagt, pass auf, Claudia, wenn du dir das Yin und Yang Zeichen nimmst, dort gibt es hell und dunkel. Es gibt also gut und es gibt böse. Das hat ja gut in meine Welt gepasst, ja, der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt also hell und dunkel und in dem hellen ist ein dunkler Anteil und in dem dunklen ist ein heller Anteil. Und ja, ich war ja so auf diesem Weg mit Spiegelgesetz, ja, jeder im Außen ist mein Spiegel und was hat das mit mir zu tun? Und so hat er mir gezeigt, dass wenn ich das Dunkle in mir emotional neutralisiere, dass ich dann ganz werde. Also, ne? Also dieses Zeichen von Yin und Yang, dann bin ich ganz. Und das war ja auch etwas, was ich angestrebt habe in der Persönlichkeitsentwicklung, ganz zu sein. Dass wenn ich ganz bin, so nach dem Motto, dann kriege ich so diese Erleuchtung, ja. Und in diesem KHB ging es dann wirklich um Wertekonflikte, ja, um Polaritäten. Und ich hatte Glaubenssatzmuster, das ist, also KHB-Coaching ist so ein intelligentes Coaching-Modul, um Reizreaktionsketten aufzulösen, dass ich also in diesen anderthalb Jahren dieser Beziehung, die so anstrengend war,
jeden Streit, jede Situation genutzt habe, um mich selbst zu coachen. Das heißt, ich wurde immer neutraler, ja. Ich wurde also immer mehr Yin und Yang und es kam kaum noch vor, dass ein Mensch mich getriggert hat, ja. Ich habe es begründet mit dem Yin und Yang Zeichen. Ich werde ganz. Heute weiß ich, es ist im Grunde genommen das, was Jesus ist. Also so wie Jesus durch die Welt gegangen ist. Ich habe damals in diesem Bereich Persönlichkeitsentwicklung hat Gott in irgendeiner Art und Weise an mir gearbeitet, indem er mich schon auf diesen Charakter Jesus Christus vorbereitet hat. Aber damals konnte ich das einfach so nicht sehen. Ja, ich wäre auch überhaupt nicht offen gewesen dafür. Aber gebetet habe ich natürlich zu dieser Zeit auch nicht. Und als dann, also diese Beziehung, ich habe an dieser Beziehung immer festgehalten, obwohl diese innere Stimme, heute sage ich der Heilige Geist, den ich, damals hätte ich es Intuition genannt, aber einfach diese Stimme, die immer gesagt hat, das tut dir nicht gut, geh. Aber ich wollte nicht gehen. Ich wollte es unbedingt hinkriegen. Ja, ich war in der Persönlichkeitsentwicklung so weit, dass ich an diesem Punkt war, wo ich gesagt habe, ich will das hinkriegen. Ja, dieses ich will. Ja, ich bin der Bestimmer in meinem Leben. Ich will das so haben. Und ich coache mich dahin, dass ich das so kriege. Ja, das war so meine Haltung. Und das habe ich auch mit den Leuten gemacht, ja, und natürlich auch mit gutem Ergebnis. Und so bin ich also durch diese Beziehung durch, bis vier Tage vom Umzug dieser Mann mich verlassen hat und für mich echt eine Welt zusammengebrochen ist, weil ich auch da, wir wollten nochmal Familie haben, es war schon ein neues Haus da und so weiter. Ich habe im Grunde genommen mein ganzes Leben nicht auf mich ausgerichtet, sondern auf diesen anderen Menschen. Und heute damals habe ich gesagt, dieser Mann hat sich von mir getrennt. Aber ich sag heute, Gott hat mich da rausgeholt, ja. Ich kann heute wirklich sagen, vielleicht in anderen Zeugnissen ist das anders. Ich glaube, jeder hat auch so seinen eigenen Weg, wie sein Zeugnis mit Gott ist. Aber bei mir war es einfach so, dass ich die Erfahrung gemacht habe, dass Gott mich so oft in letzten Situationen irgendwo rausgeholt hat, weil ich selbst nicht erkannt habe. Und so sehe ich es auch da, denn ich hätte in dieser Beziehung niemals Gottes Auftrag erfüllt, den er für mich hat. Da wäre ich überhaupt nicht hingekommen. Ich hätte vielleicht noch mal ein Kind gekriegt, ich wäre die Hausfrau gewesen, die Mutter. Also gar nicht das, was Gott mir als geistliche Gabe mitgegeben hat, den Auftrag, den er mir mitgegeben hat. Und so bin ich da also rausgerissen worden und es war wirklich, als hätte man mir den Boden unter den Füßen weggezogen. Es war eine ganz, ganz emotional schlimme Zeit und auch da wieder, ich war wieder auf dieser Beziehungsebene, ja, also ich habe, mein Leben war, also da war ein Mensch und dieser Mensch war nicht mehr da und heute sage ich, wenn Menschen Themen haben mit Beziehungen und ihr habt Existenzängste, einen Partner zu verlieren oder ihr habt ständig diese Themen mit Dualseelen und Seelenpartner und so weiter. Das habe ich im Übrigen auch, aber die Geschichte will ich jetzt gar nicht erzählen, sonst wird das Video schon lang genug. Aber wenn ihr das habt im Leben, dann kann ich euch heute sagen, geht's um eure Beziehung zu Jesus Christus und nicht, also Jesus Christus, Gott, Heiliger Geist, ja. Also alle, die ein Thema haben mit Beziehungen, dort ist die Beziehung zu Gott, Jesus, Heiliger Geist nicht in Ordnung und nicht diese zwischenmenschlichen Beziehungen. So, also war ich wieder so in so einer Phase, hatte mein Business ein Stück zurückgefahren, zwar immer noch genug Geld verdient, aber wollte ja eigentlich Familie gründen und dann diese ganze Trauer und alles, was da war und was mich auch blockiert hat, zu arbeiten. Trotzdem war ich immer versorgt, ja. Also es war immer so, dass ich genug Geld hatte, um die Sachen zu bezahlen. Also Gott hat mich nie hängen lassen. Das ist wirklich so was, wo ich einfach sagen kann, es sind unsere Fehler, die wir machen. Gott macht keinen Fehler. Es wird unangenehm, weil wir uns nicht an seinen Plan halten, ja. Und da ich ja immer noch auf diesem mehr Geld, mehr Erfolg und so weiter Trip war, habe ich dann mir im Jahr 2016 eine Unternehmensberatung geholt,
eigentlich wollte ich nur mein Buch schreiben damals, unter der Problemlöserin wollte ich ein Buch schreiben, war auch alles schon fertig und ich wollte eigentlich nur dieses Buch finanzieren. Das war so mein eigentlicher Auftrag oder meine eigentliche Idee. Und auch da wieder bin ich, heute sage ich, weil ich nicht Jesus Christus kannte, weil ich keine Bibel gelesen habe, bin ich wieder auf Menschen hereingefallen, die nach außen super toll aussahen, ja, also große Firma, tolle Autos, genug Geld, also alles so das, so dieser Schein. Und hätte ich, also ich meine, das Schlimme ist ja, ich konnte hinten dran gucken zum Teil und trotzdem habe ich es nicht kapiert, ja. Ich denke immer, Gott sitzt dann immer oben im Himmel und denkt, wow, was macht ihr da? Und dann habe ich mich einfach so überrumpeln lassen, überreden lassen. Es hieß dann plötzlich, du bist so demütig, du musst tougher sein und so. Und dann habe ich also wieder immer mehr dieses Business und es hat mich dann ein Schweinegeld gekostet. Ich habe dann Ende 2016 gesagt, so, ich beende das jetzt hier, nachdem ich auch einen Kredit aufgenommen habe, den ich immer noch abtrage. Ich habe durch deren Maßnahmen enorme Umsatzeinbußen gehabt und aber trotzdem, ja, ging es immer irgendwie weiter. Aber heute sage ich, solche Verträge sollten wir nicht eingehen. Ja, also wenn jetzt jemand heute mich fragen würde, Claudia, soll ich mit dem und dem und dem ein Geschäft eingehen oder eine geschäftliche Beziehung eingehen, dann würde ich sagen, schau dir seine Früchte an. Ja, in der Bibel steht, an ihrer Frucht werdet ihr sie erkennen. Und zwar nicht Frucht im Sinne von, wie viel Geld hat der, wie viel Autos hat die Firma, ja, und so weiter, sondern guckt euch den Mensch an. Wie ist der Mensch drauf? Wie geht dieser Mensch mit anderen Menschen um? Ist das ein Mensch, der sich überhebt über andere? Ist das ein Mensch, der einfach sehr gut schauspielen kann? Gott hat mich bei so vielen Menschen hinten dran gucken sehen, die nach vorne perfekt waren. Und wenn ich in die Familien geguckt habe oder wenn ich in die Beziehung geguckt habe, ich habe ja lange gecoacht, dann habe ich gesehen, das ist Schein, da ist so viel Schein. Da werden Partner betrogen, ja, da wird geklaut, da ist Wut, da wird beschimpft, da wird fertig gemacht, da wird manipuliert. Schaut euch die Frucht an, lernt den Menschen kennen, ja, also einfach mal so an dieser Stelle. Und dann habe ich das Ende 2016 beendet und habe dann 2017, als ich so dachte, ja, immer noch Erfolg, 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 und habe dann meine ganzen Online-Seminare aufgebaut, meinen YouTube-Kanal aufgebaut, meine Business-Coachings aufgebaut, habe aufgebaut die ganzen Business-Coaches, Coachings für Heiler, spirituelle Menschen, esoterische Menschen, die das gerne im Business aufbauen wollen, und das lief super, ja, also hatte ja diese VIP-Pakete angeboten, die preislich so bei 5.000 Euro lagen, und die ganz viel unterstützt, diese Menschen, bis 2018. Ja, jetzt erzähle ich euch, was dann passiert war. Also das Ganze lief super, richtig gut. Ich habe meine Online-Seminare, Business-Online-Seminar, alles über Digistore mit Affiliate-Programm. Dann Gott mir einen Spirit geschickt. War eine Form von, findet ihr noch auf meinem alten Kanal, die Problemleserin, wobei ich nicht weiß, ob ich den jetzt nicht bald lösche. Da hat Gott mir geschickt, wie wir in einer guten Reihenfolge uns über den Heiligen Geist Informationen holen können. Was ich damals eben nicht wusste, ist, dass nicht jeder diesen Heiligen Geist in sich hat, ja, dass nicht jeder diese Anbindung hat, ja, also ihr müsst euch das so vorstellen, ja, wir leben hier in der physischen Welt und dann gibt's eben auch die geistliche Welt, und diese geistliche Welt besteht zum einen aus der positiven Seite und auf der negativen Seite, wie das Yin und Yang Symbol. Das Yin und Yang Symbol ist per se nicht falsch, ja, es ist aber ein Irrglaube, denn es gibt die gute Seite und es gibt die böse Seite, und
die gute Seite, Gott hat Satan erschaffen. Er war der Schönste, der höchste Engel. Aber er war anmaßend. Also die ganzen Thematiken rund um narzisstische Persönlichkeitsstörungen, ja. Also viele Menschen haben narzisstische Züge. Das sind im Grunde genommen solche satanistischen Züge, ja. Lucifer hat sich über Gott erheben wollen und Gott hat ihn verbannt, ja. Und mit ihm viele seiner Engel. Und wenn wir mit diesen Welten kommunizieren, dann wissen wir nicht, mit welcher Quelle wir kommunizieren. Aber das war mir damals so nicht bewusst. So, das heißt, es war jetzt 2018, also es ist so Juni, Juli. Ich kann euch jetzt gerade nicht mehr genau sagen, was für ein Datum. Im Hörbuch habe ich es gesagt. Ich muss gerade mal einen Schluck trinken. Es war Sommerferien. Ich war alleine, meine Tochter war bei ihrem Papa. Und in diesen Sommerferien habe ich eine Freundin besucht. Habe ihr ein bisschen geholfen bei einer Organisationssache. Und ich war dort, ich glaube, 4 Tage. Und es war ein total tolles Gefühl, weil ich hatte so ein Gefühl von zu Hause. Ja. Und wie man ja so sieht, wie sich das Ganze durch wie ein roter Faden durchs Leben zieht, ja, und ich bin sicher, bei dir ist das ähnlich. Guck mal, was so dein roter Faden ist. Also es war dieses Gefühl von, ich fühle mich zu Hause. Das, was ich als Kind nie so gefühlt habe, ja, dass ich hier ein Zuhause habe, dass es hier Menschen gibt, die mich mögen. Ich habe ja eher immer erfahren, dass man mich unterdrückt. Ich hatte das Gefühl von zu Hause und ich bin nach diesen Tagen heimgefahren. Ich kam hierher, meine Wohnung, und ich liebe diese Wohnung. Und dachte plötzlich, dann habe ich mich echt so allein gefühlt. Und dachte, okay, das kenne ich so gar nicht, weil ich habe mich nie irgendwie alleine gefühlt. Aber das war natürlich, weil ich so ganz intensiv dieses Gefühl von zu Hause hatte. Und dann bin ich nochmal dahin gefahren, also ich habe mir das dann auch gecoacht und bin dann nochmal hingefahren. Und dann war es abends so, dass ich so ein Gefühl von innerem Frieden hatte. Also ich kann nicht sagen tiefer innerer Frieden, aber es war ein Gefühl von Zufriedenheit. Ich hatte ein Gefühl von Zufriedenheit, ich hatte ein Gefühl von Glück. Und wenn ich das jetzt auf so einer Skala beschreiben würde, dann war das bei 99,99%, ja. Also es war so ein Gefühl von, hey, ich habe alles, ja. Ich habe Freunde, lebe meine Berufung, ich habe meinen Beamtenjob gekündigt, ich kann von meiner Berufung, von dem Geld, was ich verdiene, kann ich leben. Ich fahre ein Auto, das mir super viel Spaß macht. Ich habe ein gesundes Kind. Ich verstehe mich mit meinem Ex-Mann, also es war einfach alles so rundum zufrieden. Aber es fehlte so ein Hauch Herausforderung. Also es war so ein Gefühl von, du kannst mir jetzt nicht noch ein tolleres Auto hinstellen, weil durchs Coaching habe ich ja auch gelernt, diese Zufriedenheit zu haben, diese Dankbarkeit zu haben für das, was ich habe. Ja, es war... Also man konnte mir jetzt nicht mehr die Top-Urlaube irgendwie vor die Nase setzen, wo ich jetzt gesagt hätte, Mensch, die machen wie mir jetzt so ein high, super Glücksgefühl, dass ich jetzt sage, boah, das ist jetzt der Renner, ja, das gab's nicht. Ich habe gesagt, hey, ich wohne hier im Schloss, ja, was will da noch kommen? Also es war einfach so ein Gefühl von, was will da noch kommen? Und ich habe mich damals mit der Freundin unterhalten. Ah, eine Sache muss ich noch erzählen. Das genau, so viel zur Reihenfolge, dass genau diese Freundin ungefähr 4 Wochen vorher hier bei mir war. Also wir hatten ein Seminar und sie war hier. Und ich bin hier unten durch den Schlossgarten und da gibt's ein Grab. Das ist das Grab von den von Prunks. Also das Familiengrab von denen, die hier dieses Anwesen hatten. Und die Freundin sagte zu mir, ich habe irgendwie das Gefühl, du sollst hier coachen, du sollst hier Energiearbeit machen. Und dann habe ich gesagt, okay, mache ich. Und ich saß, glaube ich, 20 Minuten da und habe dieses Grab behandelt. Und dann sind wir zurück und ich bin ins Bett
oder wir sind beide ins Bett und um 11:30 tut's einen Schlag hier in der Wohnung. Ich bin richtig gezuckt. Ich dachte, okay, da kommt jetzt ein Einbrecher, aber ich war so müde. Ich habe gesagt, wenn da jetzt einer einbricht, ich schlaf einfach weiter. Und dachte, okay, irgendwo ist was umgefallen. Und am nächsten Morgen stehe ich auf und sie sagt, was hat da so gerumpelt? Ich habe gesagt, keine Ahnung, was das war. Und ich mache die Abstellkammer auf. Leute, ich hatte so IKEA-Kisten mit Flyern, ja, mit meinem Material von der Messe. Und diese Kisten sind umgefallen. Und zwar so. Ja, also die waren alle so verkeilt. Ich machte die Abstellkammer auf oder den Raum auf. Und wirklich alle Kisten lagen vor mir, weil die umgestürzt waren. Aber nicht im Chaotischen, sondern wirklich so ganz strukturiert, ja. Und sie sagt noch zu mir, also ich bin ja froh, dass es Zeugen dafür gibt, sie sagt zu mir, da ist dir wohl deine Arbeit vor die Füße gefallen. Und ich dachte, aber ich habe keine Ahnung, was mir das sagen soll. So. In der nächsten Nacht hatte ich einen abgefahrenen Traum. Also ich träume selten und wenn, dann habe ich das morgens wieder vergessen. Also ich kenne keine Albträume oder so. Oder dass ich Träume deute, das kenne ich nicht. Und am nächsten Morgen werde ich wach, also oder aus diesem Traumraum wach. Und dieser Traum war, es war Unwetter. Also es war erstmal, wir haben irgendwie so gespielt im Garten und es war Unwetter. Und meine Tochter war da mit Freunden. Und plötzlich sah ich irgendwie so am Horizont, dort war Wald, dass dort ein Blitz einschlug. Und irgendwie verbreitete sich ganz schnell dieses Feuer aus und dieser See brauste auf. Also es war Sturm, ja, wie man das so vom Meer kennt, wenn einfach unheimlich viel Wellen, laut. Und ich sehe mein Kind dort drinne und ich stand draußen und ich wusste, wenn ich da jetzt reinspringe, sterben wir beide. Und ich musste diese Entscheidung treffen, springe ich da rein und wir sterben beide oder bleibe ich draußen, weil es wichtig ist, dass ich überlebe. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Und in dem Moment, wo ich im Traum diese Entscheidung getroffen habe, war plötzlich das Meer ganz still und ich saß allein in einem Boot. Und ich wurde wach und war so berührt, und hatte eine Träne im Auge. Ich weiß, ich hatte nur eine Träne. Und diese Träne lief mir, kullerte mir wirklich so die Backe runter. Und in meinem Kopf war klar, ich habe so viel, man hat mir so viel genommen in meinem Leben. Man hat mir meine Eltern genommen, man hat mir meine Kindheit genommen. Ich habe in Armut gelebt. Ich habe einen Großteil meiner Familie verloren. Die meisten an Krankheiten wie Krebs oder Herzinfarkte. Ich habe meine Existenzängste ausgesöhnt, ich habe meine Verlustängste aufgelöst. Und ich wusste, dass der einzige Schicksalsschlag, also ich wurde von dem Mann, den ich über alles liebte, dann nochmal 4 Tage vorm Umzug verlassen. Und ich wusste, den einzigen Schicksalsschlag, den ich noch nicht mitgemacht habe, ist, dass mein Kind stirbt. Und in dem Moment, wo ich wach wurde, war so ein tiefes Vertrauen davon, und wenn das passiert, auch das schaffst du. Ja, auch das schaffst du. Und heute, wo ich ganz klar weiß, dass es Gott gibt und ja auch die Bibel lese, war für mich ganz klar, so viel zu diesen Puzzleteilen, dass wenn die Entrückung kommt und Menschen nicht zu Jesus Christus gefunden haben, dass ich in dem Moment entscheiden muss, gehen diese Menschen unter und ich gehe mit Jesus Christus, ja. Ich gehe ins ewige Himmelreich. Also für mich ist heute klar, heute, mit dem Wissen heute, konnte ich diesen Traum ganz anders nehmen, weil es war genau diese Situation. Wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich für mein Leben? Oder entscheide ich mich für den Tod? Und ich habe mich für das Leben entschieden. Also so nochmal als Einwand. Also ich war dann bei dieser Freundin und
Das war alles passiert und ich habe an diesem Abend, habe ich zu ihr gesagt, weißt du, ich habe alles in meinem Leben, sag ich, es ist alles, alles gut. Und wenn ich jetzt gehen müsste, ihr kennt es ja, macht die Übung, du liegst auf dem Sterbebett und dein Leben ist rum, gibt es irgendetwas, was du bereust? Und ich habe an diesem Tag gesagt, wenn ich heute sterben würde, ich hätte alles richtig gemacht. Ich bereue nichts, nicht einen Schritt in meinem Leben. Also ich könnte heute von dieser Welt gehen, könnte sagen, alles ist gut. Und es war ein tiefes Gefühl von Zufriedenheit. Und ich bin also abends ins Bett und habe gesagt, ich bete jetzt mal. Und das ist das erste Mal gewesen im Sommer 2018, Juni war das, glaube ich. Es war das erste Mal, dass ich bewusst gesagt habe, heute bete ich zu Gott. Ja, und dann hatte ich ja natürlich schon viele, viele, viele Jahre dieser Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Esoterik hinter mir. Ich bin also abends schlafen und habe gebetet und habe gebetet, also Herr, wenn es dich wirklich gibt, wirklich so laut, Herr, wenn es dich wirklich gibt, dann ist die Frage, war das jetzt hier alles? Ja, also ich habe hier alles gemacht, ja, ich habe mich gecoacht, keine Existenzängste mehr, keine Verlustängste mehr, habe alles, was ich möchte, habe mir das alles schön manifestiert über das Gesetz der Anziehung, dachte ich. Also, wenn es das jetzt war, bin ich hier fertig, ja. Also das war jetzt nicht eine Todessehnsucht, ja. Manche denken, ach Gott, Todes, nee, so war es nicht, war kein Todessehnsucht, aber es war so ein Gefühl von, hey, war das jetzt alles, ja? Und ich weiß heute, dass ich an einem Punkt war, wo viele im Coaching noch lange nicht sind, weil ich natürlich so extrem war in dieser Coaching-Zeit. Ich habe ja alles an mir gecoacht, was es irgendwie zu coachen gab. Das heißt, ich war so am Ende dieser Coaching-Zeit angelangt, ja? Also wirklich an diesem Punkt, wo ich sagen konnte, so, alles gut. Und jetzt? Und so habe ich also gebetet und habe gesagt, also Herr, wenn es noch irgendetwas gibt, wenn du noch irgendwas für mich hast, was eine Herausforderung ist, wo du sagst, das ist jetzt noch mal was, wenn du da noch was mit mir vorhast, dann schick mir das, aber zeitnah. Also ich habe tatsächlich gesagt, aber zeitnah. Und dann bin ich schlafen, ist natürlich nichts passiert, ja, erstmal. Bin am nächsten Morgen wach geworden, habe gedacht, na gut, jetzt muss ja jetzt irgendwie, ne, was passiert sein? Nein, war nichts passiert. Ich bin also wieder nach Hause gefahren, es war nichts passiert. Und dann sagte, es war ja Sommer, wir hatten ja einen Bombensommer 2018. Ich bin dann ins Schwimmbad gefahren. Und zwar sagte diese innere Stimme zu mir, fahr nach Kaiserslautern ins Schwimmbad. Okay, ich fahre nach Kaiserslautern ins Schwimmbad, ja, ist meine Heimatstadt. Und vielleicht kann der eine oder andere sich sogar noch an den Post erinnern, den ich damals bei Facebook gemacht habe. Da habe ich mich den Sprungturm fotografiert. Und es war irgendwie so ein Gefühl von, hier bin ich aufgewachsen, aber es ist nicht mein Zuhause, weil dieses Gefühl von Zuhause hat ja Gott mir ein paar Tage vorher mal geschickt, als ich bei dieser Freundin war. Und dann sagte diese innere Stimme zu mir auf dem Rückweg, fahr mal auf den Friedhof, ans Grab meiner Eltern. Da war ich lange nicht mehr. Und dann dachte ich, okay, das mache ich mal und bin dann aus dem Schwimmbad weg und bin, wer den Friedhof kennt, in Kaiserslautern, also falls jetzt Kaiserslautern dazu gucken, ist ein riesiger, der Hauptfriedhof ist ein riesiger Friedhof und es ist ein parkähnlicher Friedhof und in diesem Park, also in diesem, auf diesem Friedhof, gibt es in der Mitte einen Friedhofsbrunnen, und zwar einen mehrstöckigen Friedhofsbrunnen. Ich habe den als Kind geliebt. Ich habe an diesem Brunnen als Kind immer Eichhörnchen gefüttert, aber dieser Brunnen war trockengelegt. Ich war als Kind also immer dort, wenn ich mit meiner Oma auf dem Friedhof bin, an die Gräber. Und dieser Friedhofsbrunnen war als Kind trockengelegt und man hat mir immer gesagt, dieser Brunnen ist undicht, deswegen läuft er nicht. Und ich fand diesen Brunnen so toll, weil der einfach gigantisch, ja, war. Und ich kam im Sommer, ich gehe auf diesen Friedhof, ich gehe durch dieses Tor und gucke und sehe den Friedhofsbrunnen und der lief. Der lief. Und ich lief wie hypnotisiert da rein und sah auf diesen Friedhofsbrunnen mit der Anlage
Und plötzlich war wieder dieses Gefühl davon zu Hause. Dann habe ich gedacht, okay, schon wieder ein Gefühl von zu Hause, aber du magst jetzt nicht sterben. Also es ist jetzt nicht so das, was ich will. Ich bin dann zu diesem Brunnen und habe dann gelesen, dass Menschen sich dafür eingesetzt haben, eine Bürgerinitiative gegründet haben, dass dieser Brunnen repariert wird. Oh, wunderschön. Und ich bin dann die 2 darauffolgenden Tage wirklich auf dem Friedhof und war an den Gräbern, war bei meinem Onkel am Grab, bei meiner Oma am Grab. Es war dann Juli, 8. Juli hatte meine Oma, 9. Juli hat meine Oma Geburtstag, am 8. war ich dort. Und dann passierte was, das, und dann wurde es spooky. Also da hat Gott dann echt angefangen, mir ein Ereignis nach dem anderen zu schicken, und ich dachte nur, was geht hier ab? Er sagte mir dann an einem Tag, ich bin also jeden Tag dann nach Kaiserslautern gefahren, auf den Friedhof gefahren, habe da Ordnung gemacht. Und da sagte er, fahr in die Stadt ein Eis essen. Diese Stimme. Okay, dachte ich, gut, könnte auch in Kirschabolatten ein Eis essen, müsste ich jetzt nicht in die Stadt fahren? Nein, fahr in die Stadt. Natürlich gedacht, was passiert da wieder, ne? Bin wieder in die Stadt gefahren. Hab mich da hingesetzt, ein Eis gegessen, natürlich nichts passiert, ja. Hat mich kein Mann angesprochen, hab gedacht, okay, vielleicht lernst du jetzt einen Mann kennen. Denn eines war, dass aus dieser ganzen Coaching-Arbeit ist eine Sache, die ich noch so hatte, und es war so ein Gefühl von Sehnsucht, Mensch, jetzt könnte ich mal wieder einen Partner haben, ja, also jetzt könnte mal wieder ein Mann in mein Leben kommen und wäre auch irgendwie schön, nicht immer alles alleine so entscheiden zu müssen und so. Und das war also eine Sehnsucht, die ich hatte und dachte noch, naja, vielleicht lerne ich ja da in der Stadt einen Mann kennen. War natürlich nicht der Fall. Aber ich musste dadurch, dass ich in der Stadt war, einen anderen Weg zurückfahren, also um auf die Autobahn zu kommen, ja, also einen anderen Weg, wie wenn ich vom Schwimmbad aus gefahren wäre. Und so bin ich also diesen anderen Weg gefahren und bin dann in der Nähe von meinem Elternhaus da vorbeigefahren und dachte noch, Mensch, ich fahre jetzt mal runter und guck mal, wie es da aussieht, weil meine Eltern hatten eine Pizzeria. Und also da ist dann so ein Ladengeschäft mit drin, das ist ein 6 Parteien, glaube ich, Parteienhaus und vorne eben mit so einem Laden. Und ich war irgendwie neugierig und dachte, Mensch, ich guck mal, was aus diesem Haus geworden ist. Und fahre also diese Straße runter und denke, ach, guck mal, da ist ja ein Geschenkeladen drin, total nett gemacht. Und dachte dann, Mensch, ich halte doch mal bei der Nachbarin an. Ja, also die Nachbarin, die mir damals immer meine, also Brötchen gebracht hat, Essen gebracht hat, uns eben, ja, sich immer so ein bisschen gekümmert hat um uns. Und ich habe also geklingelt und sie guckte mich an und sagte, ja, und sag ich, ich bin's, die Claudia. Ja, also sie war total sich gefreut und ich bin rein. Und in diesem Haus, in dem sie wohnt, haben früher meine Großeltern gewohnt. Und ich gehe also da rein, denke noch so, ach, guck mal, hier haben meine Oma, mein Opa gewohnt mal. Da war ich ganz oft als Kind. Und gehe raus in diesen Wintergarten. Da hängt dort die Kuckucksuhr meiner Großeltern. Und ich gucke hin und sage, das ist ja die Uhr von Oma und Opa. Und sie sagte, ja, die haben wir ihr damals abgekauft, als sie uns das Haus verkauft haben. Aber die geht seit 8 Jahren nicht mehr. Ah, okay, schade. Dann haben wir uns so unterhalten und jetzt kommt's. Jetzt, ab dem Moment ging's ab. Da sagte sie zu mir, Claudia, stell dir mal vor, drüben die Wohnung von deinem Papa, die haben die vor 4 Wochen erst ausgeräumt. Ich so, hä? Mein Papa ist 2004 gestorben, ja, es war 2004, also vor 14 Jahren, zu dem Zeitpunkt vor 14 Jahren. Und als er gestorben war, hat er schon nicht mehr in dieser Wohnung gewohnt. Das heißt, er musste diese Wohnung zwangsräumen, und weil er war ja Alkoholiker und wirklich komplett fertig mit seinem Leben, ja, und ist auch dort in dieser anderen Wohnung gestorben. Also das heißt, 2004 ist er gestorben. Ich weiß nicht, wann er ausgezogen ist. Vielleicht 2003, als ich meinen Beamtenjob gekündigt habe. Ich kann es euch nicht sagen. Ach Quatsch, meinen Job habe ich ja 2013 gekündigt. 2003 war die Zeit, als ich mit der Therapie angefangen habe. War das? 15?
Bisschen früher. Ja, ich kann es auch nicht mehr genau sagen, welches Jahr es war. Aber egal, er ist 2004 ist er gestorben und die Wohnung wurde jetzt 2018 erst ausgeräumt. Es hat mich geflasht. Und sie sagte, komm, wir gehen mal rüber gucken in den Hof. Und wir gehen raus und ich zitterte am ganzen Körper und ich bin in diesem Hof, in dem ich als Kind immer gespielt habe. Und sie sagt, Claudia, letzte Woche standen noch eure Kindermöbel hier. Ich gucke aufs Klingelschild. Dort war noch unser alter Name. An der Tür vorne von dem Geschäft gab es einen Sprung. Dieser Sprung war immer noch in dieser Tür. Ich konnte es echt nicht fassen. Das war, als wäre 15 Jahre die Welt stehen geblieben. Ich habe immer gesagt, sag ich, Ruth, sag ich, hier ist die Welt stehen geblieben. Sag ich, hier ist 15 Jahre die Welt stehen geblieben. Sag ich, hier ist ja alles wie damals. Hier hat sich ja nichts verändert. Und dann sagt sie, komm, wir gucken mal, ob der da ist. Und dann war tatsächlich, obwohl dieser Geschenkeladen zu hat an dem Tag, der Besitzer da, auch der Eigentümer von dem Haus. Und wir haben geklopft und er machte auf und er guckte nur und die fragte, Mensch, ich hab da jemanden. Und er sagte, ach, das ist eins von den drei Mädchen, die hier gewohnt haben. Und sie sagte, ja. Und dann sagt er zu mir, wollen Sie reinkommen? Ich so, ja. Und ich gehe also da rein. Wisst ihr, das ist ein Mietshaus gewesen. Das ist nicht ein Haus, was die Eltern haben, wo man halt einfach wieder da hinkommen kann. Ja, das war einfach, das ist das Haus, in dem ich groß geworden bin. Das ist das Haus. Ich war an dieser Stelle, wo meine Mama mir gesagt hat, dass ich sterben wird, da stand ich. Ich stand in meinem ehemaligen Kinderzimmer und ich habe nur gedacht, Gott, was geht hier ab? Was geht hier? Fuck, ja. Das ist so krass. Das war so krass. Und parallel so ein Gefühl, ich wusste einfach, irgendwas ist hier im Gange und ich konnte es mir nicht erklären. Und ich bin nach Hause gefahren. Wie so ein Tunnel, ja. Also es war so, die Ereignisse, die haben sich einfach so überschlagen. Und ich saß dann auf meinem Bett und guckte so YouTube. Ja, wisst ihr, wie das ist, ja, man ist irgendwie so, Dinge beschäftigen einen, man geht mal auf YouTube, guckt dann so, was sind da für neue Videos, man kriegt ja immer Videos gezeigt. Und in dem Moment kam ein Video, und zwar immer irgendwie Jesus. Und in dem Moment wurde mir bewusst, dass ich die 14 Tage vorher auf YouTube immer wieder ein Video hatte, und zwar von Doreen Virtue. Da hat Gott mir ein Video geschickt, dass sie nicht mehr mit Engeln arbeitet, dass sie sich Jesus Christus zugewendet hat. Und ich habe das alles irgendwie, ich habe das zwar wahrgenommen, aber irgendwie nie so für ernst genommen. Habe das auch immer irgendwie weggeklickt und habe mir so keine Gedanken gemacht und habe mich gefragt, warum macht jemand, der so ein Riesenunternehmen hat und so erfolgreich ist, warum wirft er das hin? Ja, also das war zwar irgendwie ein Gedanke da, aber ich habe den nicht verfolgt, ja. Und immer wieder hatte ich Videos von YouTube, immer wieder Jesus, immer wieder Jesus, immer wieder Jesus. Und habe die dann immer wieder irgendwie so weggeklickt. Und an dem Tag sehe ich ein Video mit einer dunkelhaarigen Frau. Ich weiß nicht mehr, was der Titel war. Und ich konnte gar nicht so schnell gucken, da hatte ich dieses Video angeklickt. Also das war irgendwie, als wäre nicht ich das gewesen. Und ich habe mir das dann angehört und die erzählte von Spiritualität, Esoterik und es ist alles satanistisch und so weiter und so weiter und so weiter und so weiter. Und ich hörte wie gebannt dieser Frau zu. Es war, glaube ich, 20 Minuten Video. Und die war fertig und ich habe ganz laut gesagt, Jesus Christus, wenn du der Schlüssel bist, wenn du der Weg bist zu einem Gefühl von alles ist gut,
dann will ich dich kennenlernen. Ich habe das echt, Leute, ich habe das laut ausgesprochen. Es war schon spät, ich bin ins Bett und am nächsten Morgen werde ich wach und während ich wach werde, merke ich schon, irgendwas stimmt, irgendwas anders. Und wer mich kennt, weiß, dass meine Bücher waren mein Heiligtum, ja? Meine Bücher, meine Hängematte, meine Hörbücher rund um Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, alles. Ich war ja eine Expertin darin, super Konzentrate aus Büchern zu bilden und dort Videos zu machen, Kurse zu machen und so weiter. Die man ja auch alle hat kaufen können, ja, auf meiner alten Seite. Und ich komme raus und ich habe ja hier auch meinen Seminarraum und meine Bibliothek. Und ich komme raus, guck auf meine Bücher. Und ich dachte, okay, die interessieren mich nicht. Also es war so ein Gefühl von, das stimmt hier alles nicht mehr. Ja. Und ich habe erstmal mir einen Kaffee gemacht und habe gedacht, das stimmt hier alles nicht mehr. Und wie ich das im Coaching immer gemacht habe, dass ich so meine Gedanken überprüft habe, also ich habe nach dem Coaching immer geguckt, nach dem Coaching haben sich meine Gedanken verändert, ja, weil ihr wisst ja, habe ich andere Gedanken, meine Gedanken bestimmen meine Gefühle, bestimmen meine Handlungen, bestimmen mein Ergebnis. Das heißt, ich habe angefangen, meine Gedanken zu überprüfen und plötzlich habe ich festgestellt, dass dieses letzte Bedürfnis, das ich hatte, diese Sehnsucht, einen Partner zu haben, verschwunden war. Null. Weg. Ich dachte, das ist irgendwie abgefahren. Und war tolles Wetter natürlich, war ja Sommer. Da dachte ich, fahre ich zuerst mal ins Schwimmbad. Und dann dachte ich, habe ich eben, und plötzlich kam, dachte ich, habe ich eine Bibel hier? Und dann, meine Tochter kam in die weiterführende Schule und ich musste ihr eine Bibel kaufen. Und da dachte ich, oh, ich habe doch die Schulbibel, die nehme ich jetzt mit. Und habe die dann rausgesucht, die Schulbibel eingepackt, Textmarker, bin wieder ins Schwimmbad gefahren, schlag die Bibel auf, dachte ich, was lese ich jetzt? Da habe ich mal geguckt, ah, jetzt verstehe ich das mit diesen Büchern. Und ach, Paulusbriefe, ah, okay. Und plötzlich war es, als würde dieses Buch mit mir reden. Und ich habe gedacht, was lese ich? Und habe die erste Geschichte, die ich gelesen habe, war hier. Und ich las die und ich war so fasziniert von dieser Geschichte und habe gedacht, hey, guck mal, Hiob, was dem alles widerfahren ist. Und Satan hat immer wieder Gott gesagt, meinst du, er ist dir immer noch treu, wenn du ihm alles wegnimmst? Und ich dachte, hier wird gerade meine Geschichte erzählt. Und dann war mir klar, irgendwas war passiert. Und dann war mir plötzlich, dann hatte Jesus mir echt den Schleier von den Augen weggenommen. Es war, als wäre ich blind gewesen und wurde sehend. Und plötzlich wusste ich, dass all die Menschen, die irgendetwas hinterherrennen, Gott suchen. Das würden auch viele unterschreiben. Aber der Schlüssel ist Jesus Christus. Und dann bin ich dann auch recht schnell auf viele YouTube-Kanäle gestoßen und habe angefangen, die Bibel zu studieren. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich wusste, ich kann das alles so nicht mehr weitermachen. Es geht so nicht. Es ist nicht falsch. Es programmiert tatsächlich unseren Verstand. Es löst Reizreaktionsketten auf, aber für mich war klar, dass es einen entscheidenden Unterschied gibt, warum ich das tue. Und Gott zeigte mir, dass Claudia Hofmann, mein persönliches Ziel war tief drinne. Ich habe zwar gesagt, ich möchte gern mehr Erfolg, mehr Geld und so weiter, aber tief drinnen in meinem Herzen war, ich möchte ganz werden. Ja, also mein Gedanke war eher, wenn ich ganz bin, dann werde ich das alles sowieso haben und nicht,
ich will das haben und deswegen coache ich mich. Das heißt, meine Grundhaltung war nicht die Haltung von dem ganzen Materialistischen, sondern meine Grundhaltung war, ich möchte ganz werden. Und ich glaube, das war der entscheidende Faktor, warum Gott mich da doch auch geleitet hat. Und heute sage ich ganz klar, Coaching ja, Reizreaktionsketten auflösen ja, aber es ist wichtig, warum wir das tun. Ja. Ja, und seit diesem Tag ist eben nichts mehr so, wie es war. Also auch da hat Satan mich ganz oft getestet, tut er auch heute noch. Insbesondere an meinen Achillesfersen, die da immer noch sind. Hoffentlich bin ich gut genug, hoffentlich mache ich das richtig, hoffentlich sage ich nichts Falsches und so weiter. Aber die Verbindung zu Jesus Christus ist so wertvoll, dass ist etwas, also manche sagen ja, manche haben ja die Idee davon, dass das jetzt irgendwie so eine neue Marketingmasche von mir ist. Ja. Viele denken, ach, das ist nur so eine Phase, aber ich sag den Menschen immer, das ist wie wenn du ein Kind geboren hast, wenn du noch nie ein Kind auf die Welt gebracht hast, weißt du nicht, wie es sich anfühlt. Das kann nur jemand wissen, der dieses Gefühl kennt, ja, der dieses Gefühl erlebt hat. Und diese Menschen verstehen mich auch. Und diese Menschen wissen, dass dieses Gefühl nicht mehr verschwindet, also zumindest nicht mehr, wenn wir uns nicht bewusst davon abwenden. Also ich glaube, wir können den Heiligen Geist doch auch betrügen, ja. Aber dieses tiefe Gefühl von innerem Frieden und, Leute, jetzt kommt's, von zu Hause. Gott hat mir auf diesem ganzen Weg Situationen geschickt, an die ich mich erinnern konnte. Das heißt, er hat mir auf der menschlichen Ebene dieses Gefühl von zu Hause geschickt, damit ich, wenn Jesus bei mir einzieht quasi, erkenne, dass es genau dieses Gefühl ist. Sonst hätte ich diesen Unterschied nicht gemerkt. Ja, in dem Moment, wo ich wusste, ich bin zu Hause. Und dieses Gefühl ist seit Sommer 2018 nicht mehr verschwunden. In dem Moment wusste ich, dass das einfach die Wahrheit ist. Dass ja, Jesus mir an diesem Tag, ich habe ihn wirklich gerufen. Ja, jetzt weiß ich einfach, dass es viele Menschen da draußen gibt, die das gerne hätten. Die sagen, hey, warum habe ich nicht so ein Knall auf Fall-Erlebnis? Und da ich ja aus dem Coaching-Bereich komme, sehe ich einfach, wie viele kognitive Programme, ja, menschliche Programme da noch aktiv sind, die die Menschen daran hindern, in diese Hingabe zu gehen. Denn dass ich als Kind diese Unterordnung gelernt habe und diesen Gehorsam, das hat's mir in dieser Sache sehr leicht gemacht, indem ich gesagt habe, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben, ja, mein altes Leben wird sterben und ich bekomme ein neues Leben. Mit dem Heiligen Geist bekomme ich ein neues Leben. Und genau so ist es. Und jetzt habe ich natürlich schon diese Übergangsphase von altem Business, ich habe das ja radikal abgebrochen, weil ich wusste, ich kann das so nicht mehr machen. Ja, ich kann meine Projekte zu Ende bringen. Das sind auch Menschen, mit denen ich das zu Ende bringen kann. Ich kann auch auf der kognitiven Ebene mit diesen Menschen arbeiten.
weil ich ihnen erklärt habe, dass das einfach für mich eine Vorstufe ist zu dem, was Gott mir gezeigt hat. Aber ich mache auch klar, wenn ihr eine falsche Absicht habt, dann müsst ihr einfach aufpassen, denn sonst rennt ihr gegen die Wand. Aber wenn wir im Herzen die richtige Absicht haben und eine gute Absicht haben, warum wir das machen, wie in meinem Fall, ich möchte ganz werden, dann ist diese Absicht gut, denn diese Absicht bringt uns nach Hause, ja, zu Gott, denn Gott ist vollkommen. Gott ist der Einzige, der vollkommen ist. Auch ich bin noch nicht vollkommen, lange nicht. Keiner von uns Menschen ist vollkommen. Aber wir müssen, um diesen Weg zu gehen, einfach eingestehen, dass wir unvollkommen sind. Und ich sehe aber auch heute, dass diese ganze Persönlichkeitsentwicklung, Spiritualität, Esoterik die Menschen ganz weit von Gott entfernt hält, weil die Menschen nicht sich unterordnen wollen. Ja, Unterordnung ist so negativ belegt in vielen Leben der Menschen. Und das ist so mein Auftrag, einfach zu zeigen, hey, warum habe ich vielleicht so ein Erlebnis noch nicht gehabt? Dann sollst du aber wissen, dass Gott trotzdem da ist. Ja? Gott lässt niemanden hängen. Und manchmal hast du vielleicht schon das, ja, vielleicht kennst du so Situationen, wo du das Gefühl hast, dass man dich echt so, Münchhausen hat sich ja selbst da rausgezogen, ja, aber dass wirklich dich jemand rausgezogen hat aus Situationen und du hängst in diesen fleischlichen Ebenen, diesen menschlichen Ebenen fest und denkst, ach, das ist doch alles scheiße. Und warum ist das so? Warum hat mein Partner mich verlassen? Warum habe ich keinen Job? Warum dieses? Warum jenes? Und weil du vielleicht noch nicht diese übergeordnete Perspektive hast, dass Gott genau dein Leben kennt, der weiß, wie dein Leben war, der weiß, wie dein Leben ist und der weiß, wie dein Leben weitergeht, ja. Und dazu möchte ich euch einfach mal heute so was Wundervolles passieren, ein Beispiel sagen, ja. Ich habe vor 6 Wochen irgendwann mal angefangen, Orgel zu lernen, ja. Also so, ich kann die Noten schon nicht mehr lesen, ich kann keine wirklichen Akkorde, also es wäre ein Riesenprojekt, wenn ich das jetzt lernen würde. Und ich glaube, ich habe auch gar kein Talent. Aber ich habe vor 6, 8 Wochen gedacht, ich muss mir ein Keyboard kaufen. Ich möchte gerne Lobpreislieder selbst spielen und singen können. Seit 6 Wochen, 8 Wochen steht dieses Keyboard da rum, ist am Verstauben. Ich habe nicht einmal gespielt, ich kenne die Funktion nicht. Und heute besucht mich ein Bekannter. Wir haben so ein bisschen Brainstorming gemacht, weil ich so ja nicht so weiß, wie mein Weg weitergeht. Ich habe jetzt im Moment ja nicht wirklich einen Job, ja. Ich bin alles am Umstellen. Es ist im Grunde genommen wie, ich starte ein neues Business. Habe jetzt, ja, von meinen Reserven gelebt, aber die gehen auch natürlich irgendwann mal zu Ende. Habe meine Verpflichtungen aus meinem alten Leben. Denn wenn ich mein altes Leben so weitergeführt hätte, wären natürlich auch viele Projekte ganz anders verlaufen, wie sie jetzt verlaufen. Und wir haben so ein bisschen Brainstorming gemacht. Und der kommt da rein und kommt in die Küche, sieht dort mein Keyboard stehen und sagt, wer spielt hier Orgel? Sag ich, ach du, ich wollte mal. Oh, ich bin doch, keine Ahnung. Pianist ist Komponist, hat Kirchenmusik studiert und ich weiß gar nicht noch was alles. Also hat als 4-Jähriger angefangen Klavier zu spielen, hat Geige gespielt und sah mein Keyboard, sagte, darf ich mal? Sag ich, ja klar. Und dann spielte der 45 Minuten, ja, also Hammer, echt Hammer. Und ich habe gesagt, weißt du, ich habe vor ein paar Tagen eine Idee gehabt, was ich gerne umsetzen möchte, ja, was mit Gebet zu tun hat und mit Musik. Und jetzt kommst du daher und ich habe mich gefragt, warum ich dieses Keyboard gekauft habe. Aber ich habe mit diesem Keyboard
oder Gott hat mit diesem Keyboard heute dafür gesorgt, dass ein Mensch wieder so erkennt, was er für ein Talent im Spielen hat, ja, weil er macht beruflich was ganz anderes, hat nichts damit zu tun. Und ich dachte, hey, das ist verschenktes Talent, wenn du das nicht für Gott einsetzt. Und wir haben also sofort überlegt, was wir da machen können und sind jetzt auch diese Ideen und die werden wir auch umsetzen zusammen. Aber nur mal so viel wisst ihr, Gott wusste, warum er mich vor 8 Wochen dieses Keyboard kaufen lässt. Versteht ihr? Wir müssen bestimmte Dinge noch nicht wissen, welchen Sinn sie haben. Wichtig ist, dass wir dieser Stimme folgen, dass wir dem Heiligen Geist folgen. Und das machen einfach so viele Menschen noch nicht. Also ich kenne Christen, ich kenne Gemeinden, da ist man überhaupt nicht im Heiligen Geist unterwegs. Und das ist aber das, was Gott sich von uns wünscht. Er möchte Beziehung mit uns. Wird es auch jetzt eine Videoreihe dazu geben, zu Beziehung. Gott wünscht sich Beziehung mit uns. Und Gott möchte, dass wir seinen Weg gehen, den er für uns vorgesehen hat. Versteht ihr? Und das können wir nicht, wenn wir uns mit so vielen weltlichen Dingen ablenken lassen. Und vor allen Dingen, wenn wir für das Geld leben zum Beispiel. Geld ist wichtig, wir brauchen Geld. Es ist aber die Frage, diene ich Gott und erreiche so die Fülle in meinem Leben oder diene ich dem Geld und dann kommt Gott. Das ist einfach ein Unterschied. Und früher habe ich schon immer gesagt, der kleine Unterschied, der den Unterschied macht und so wird es natürlich auch mit mir weitergehen. Aber ich kann das, was im Sommer passiert ist, einfach nicht ignorieren. Und dann kommen diese alten Erinnerungen zurück. Dann kommen die Erinnerungen zurück. Erinner dich mal an den Kindergarten. Als erzählt wurde und rum über andere hergezogen wurde, hey, die Schwester XY hat ein Verhältnis mit Pfarrer. Und ich als Kind schon dachte, es ist nicht richtig, dass ihr euch über die das Maul zerreißt. Das ist Jesus. Ich schaute den Film Die Welle. Und der Lehrer zeigte, Hitler ist euer Anführer. Und ich dachte heute, hey Menschen, wer ist euer Anführer? Wem folgt ihr? Wer ist euer Führer? Ist es wirklich Gott? Und Schindlers Liste. In der Bibel steht, helft den Armen, den Waisen, den Witwen, den Kranken und den Unterdrückten. Was hat Schindler gemacht? Hat für die Juden, hat Juden befreit. Und er hat am Ende, waren die Menschen wichtiger wie sein Goldring. Und das ist auch das, was die Bibel uns sagt. Der Mensch sollte immer wichtiger sein wie das Materielle. Und vor allen Dingen Jesus Christus, ja, an die erste Stelle zu setzen. Weil wenn wir diese Verbindung haben, wenn wir diese Beziehung haben, dann funktioniert alles andere. Und ich habe seit diesem Ereignis so einen tiefen inneren Frieden in mir, dass wenn ich heute sterben würde, dann würde ich sagen, also im Sommer habe ich gesagt, ich würde nichts bereuen, mein Leben, ja, ich habe alles gemacht, was ich machen wollte, was ich machen wollte. Wenn ich heute sterben würde, würde ich sagen, ich habe mein Leben genauso gelebt, wie es hat sein sollen und ich bin angekommen. Ja, ich bin hier in diesem Leben angekommen, denn mit Jesus Christus habe ich mir das Himmelreich schon auf die Erde geholt und wenn ich sterbe, bin ich sowieso mit ihm im ewigen Himmelreich. Also ich bin angekommen und ich habe gewonnen. Ja. Es kann nichts mehr in meinem Leben passieren, wo ich sagen würde, das haut mich aus den Latschen. Ja. Mit Jesus sind wir alles, ohne ihn sind wir nichts. Ja, ich hoffe, dieses Video hat euch was gebracht. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas jetzt vergessen. Also zumindest ist es mir im Moment nicht bewusst. Wenn es dich berührt hat
und du Fragen hast, dann schreib mir, weil ich glaube, über den Glauben gibt so viele, so viel Irrglauben und Satan kann das nutzen, um uns abzulenken. Versucht uns eh immer abzulenken. Ja, aber guck einfach. Was es mit euch macht und öffnet euer Herz. Und zwar für Jesus Christus. Ah, was ich noch erzählen wollte, genau, danke Herr. Wir kämpfen hier gegen, das sind geistliche Kämpfe, die da stattfinden. Und ich habe live erlebt, was passiert, wenn in einem Menschen die Kraft von Jesus Christus ist und im anderen satanistische Dinge noch wirken. Und es muss dieser Person überhaupt nicht bewusst sein, denn tatsächlich, darüber will ich aber nicht jetzt erzählen, hatte ich echt so ein paar krasse, dämonische Erfahrungen. Also heute weiß ich, dass damals dieser Traum wirklich ein Zeichen dafür war, dass ich auf dem Weg war, geistlich so zu wachsen, dass das Dunkle probiert hat, mich zu unterdrücken. Das ist auch etwas, was sich auch wie ein roter Faden durch mein Leben zieht. Aber wenn Menschen noch so dämonische Dinge in sich haben, und die haben wir in uns, wenn wir Götzendienst betreiben. Das heißt, wenn wir okkulte Dinge betreiben, und okkult ist nicht nur so das Typische, was man so kennt, ja, ich bete Satan an, sondern alle esoterischen Symbole, sei es Kartendecks, sei es Ketten, sei es Bücher, sei es Heilsteine, sei es Pendel, Horoskope. Im Übrigen zu den Horoskopen in der Apostelgeschichte, nee, Offenbarung, weiß ich jetzt gerade nicht, Apostelgeschichte oder Offenbarung, wird gesprochen von dem Götzenstier, den das Volk sich gemacht hat, als Mose auf dem Berg war. Und dort wird geschrieben, und sie wenden sich, sie beteten den Götzen an, also den goldenen Stier, und da wendete sich Gott von ihnen ab, und sie dienten oder sie beteten Sonne, Mond und Sterne an. Also wir können einfach ganz viel diese Dinge auch in der Bibel finden. Also alles das ist eine billige Kopie vom Satan, weil er genau weiß, dass die Menschen nicht diese Macht von Jesus Christus kennen. Also gibt's auch Bücher, wo gesagt wird, Jesus war nur ein Prophet. Stimmt, das ist im Koran. Anderen lehren auch, dass Jesus immer nur ein Prophet war. Und Satan hält die Menschen auch ganz bewusst von der Bibel fern, damit sie diese Informationen nicht bekommen. Und wenn die Menschen diese Informationen nicht haben, kann er ihnen etwas Ähnliches anbieten. Ja, das heißt, Satan kann dann, wenn wir ein Bedürfnis haben oder uns in der Not befinden, was ja bei vielen gerade ist, mit Altersarmut, überhaupt Armut, finanzielle Freiheit, Mangel, Satan zerstört auch das Selbstbewusstsein, den Selbstwert sukzessive, kann er ein Bonbon hinhalten. Und dieses Bonbon lässt zum Beispiel glauben, dass wir mit Gott arbeiten. Aber tatsächlich preisen wir den dunklen Fürsten an, ja, den Fürsten der Dunkelheit. Also
nehmt es nicht so auf die leichte Schulter. Ich bin gerne für jeden da, wenn ihr Fragen habt, nicht für Diskussionen. Denn Gott hat mir ganz klar gesagt, Claudia, wenn du mit Menschen über mich diskutierst, dann tust du nichts für mich. Also habe ich aufgehört, mit Menschen über Gott zu diskutieren. Ich unterstütze gerne, ich gebe gerne Hilfe, ich gebe euch Infos, alles, was ihr braucht. Aber ich werde nicht diskutieren mit jemandem, der offensichtlich noch Götzen anbietet, ja. Das sind geistliche Kämpfe, da lasse ich Gott kämpfen. Ja, also für mich ist es ganz klar. Bin dankbar, tief dankbar. Weißt es, was die absolute Wahrheit ist. Ich war immer so ein Wissenschaftsmensch. Als Diplom-Finanzwirtin, ich musste immer alles erklären. Ich habe immer Beweise gebraucht. Aber Glaube funktioniert anders, ja. Menschen sagen immer, Gott, beweis mir, dass es dich gibt, dann kann ich an dich glauben. Aber so funktioniert es nicht. Gott lässt nicht mit sich spotten. Gott hat es nicht nötig, ja. Gott hat dich nicht nötig, Gott hat mich nicht nötig. Ja, der braucht uns nicht. Er hat uns erschaffen aus Liebe. Aber er lässt sich von uns nicht erpressen, ja, oder manipulieren, das hat er überhaupt nicht nötig. Aber wenn wir anfangen zu glauben, dann wird er sich zeigen. Ja? Denn wer sucht, der wird finden, ja, wer klopft, dem wird aufgetan. Wer bittet, dem wird gegeben. In diesem Sinne war das jetzt mal mein Zeugnis. Also wird es jetzt ganz viel geben. Ich möchte euch auch einladen, das hat Gott mir nämlich auch geschickt und es ist so wundervoll, denn darauf freue ich mich sehr. Es ist die Seite follow-god.com. Es ist eine Seite, da hat Gott wirklich ein paar Menschen eine Idee ins Herz gelegt, wo ich sage, hey, Facebook wird, glaube ich, mittlerweile echt von der dunklen Seite gesteuert. Und so hat Gott einer Gruppe von Menschen die Idee ins Herz gelegt, sie sollen eine Seite machen, ähnlich wie Facebook, für Christen. Und diese Seite gibt's noch nicht lange, jetzt seit 6. Dezember. Und ich arbeite da auch ein Stück mit. Bin ich total dankbar drum. Also kommt da gerne hin, follow-god.com. Verlinkt euch mit mir, Claudia Hofmann. Würde ich mich riesig freuen. Dort gibt's dann auch eine Coaching-Gruppe, die ist natürlich jetzt noch mini, ja, weil wir stehen ja auch erst am Anfang mit dieser Plattform. Aber dort wird's eine Coaching-Gruppe geben, dort werde ich Tagesimpulse einstellen, dort werde ich überhaupt Impulse einstellen und freue mich einfach auf das Verbinden der Menschen da, weil einfach die Ebene, das Fundament ist einfach ein ganz anderes wie auf anderen Plattformen und darauf freue ich mich einfach riesig. Denn wo so geballte Power an Jesus Christus ist, hat der Satan keine Chance. Und da kann viel Heilung entstehen, da kann viel Entwicklung entstehen, da kann viel geistliches Wachstum entstehen. Und bin so dankbar, weil ich heute tatsächlich mit einer Frau mich vernetzt habe. Die hat mich dann da gefunden, die habe ich in Augsburg kennengelernt. Und ich sehe einfach, Gott findet Wege, Menschen zusammenzubringen und ja, freue mich, wenn er auch dein Herz berührt. Sei offen für ihn. Er möchte Beziehung mit uns. Und jetzt höre ich, glaube ich, auf, weil es ist jetzt echt ganz schön lang. Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach. Aber ich glaube, es war jetzt wichtig, dass ich euch mal so ganz authentisch, ehrlich, ja, mit der anderen Seite, wie jetzt der Coaching-Claudi, einfach mal zeige, was in meinem Leben so passiert ist, warum ich heute glaube, dass ich euch echt helfen kann, ja, und dass ich Ahnung habe von dem, was ich da tue. Fühlt euch alle ganz lieb umarmt, seid gesegnet. Danke, Herr, dass du mich hier durchgeleitet hast. Danke, dass du mir die richtigen Worte gegeben hast. Danke, dass du für all deine Kinder da bist. Du bist so herrlich, du bist so großartig und ich bitte dich,
dass du all die Menschen segnest, die jetzt dieses Video gesehen haben und natürlich auch alle anderen in Jesu Namen. Amen. Ja, ich musste gerade mal für euch beten. Lasst euch gut gehen. Viel Liebe aus meinem Herzen und vielleicht sehen wir uns ja mal persönlich. Die Claudi. Tschüss.